Horror Gaming am Limit. Heute mit mir und Resident Evil Remastered HD, der wahrscheinlich schönsten Version des ersten Resident Evil Teils, nicht nur wahrscheinlich, ganz sicher. Und da sehen wir jetzt gerade mal ein schönes Bild, ich habe es so ein bisschen versucht einzurichten. Und wir hören im Hintergrund Lisa, Trevor, die unzerstörbare Mutantenklumperei ohne Geschlecht. Also hat sie mittlerweile sich wegevolutioniert, das Geschlecht, ist nur noch einfach extrem traurig und extrem wütend und ist auf dem Weg hinter uns her, nehme ich an. Wir wissen es nicht, wir hören sie aber. Und eben haben Leute suggeriert, vorgeschlagen, dass ich einfach mal ein bisschen ruhiger sein soll. Finde ich ganz gut, probieren wir mal. Einfach mal ein bisschen weniger reden, hä? Oh, jetzt bin ich wieder die... Entschuldigung. So, jetzt weniger reden. Oder Moment, bin ich jetzt irre? Das ist doch dieselbe Hütte, vor der ich eben gerade stand. Jetzt bin ich gerade hier lang. Okay, irgendwas. Ja. Okay, und dann da lang. Ja, gut. Will trotzdem nur mal gucken, ob hier noch irgendwas liegt. Also an der Stelle sind es schon ein paar Kameraeinstellungen zu viele, um es wirklich gut spielen zu können, finde ich, weil man eben doch ständig mit der Steuerung kämpft. Es ist eigentlich nicht möglich, in solchen Geschichten, die so verschlungen sind, irgendwie auch, sag ich mal, cool zu laufen, authentisch zu laufen. Ja, es ist echt unmöglich. Kann eigentlich immer nur gedrückt halten, so wie hier. So, Crank, Cranky Crank. Da geht's raus zum Pool. Ist ein sehr schönes Anwesen. Dazwischen so eine Hütte, dann kurz zum Pool. War wahrscheinlich hier früher eine Sauna oder so. Da kann man schön Party feiern hier. Kann man schön Frauen beeindrucken mit. Macht mal hier ein Picknick. Vielleicht ohne das Wolfsgeheul und den Nebel und Nacht und Zombies, aber es geht schon in die richtige romantische Richtung. Ja, das ist Battlefield Hardline. Habt ihr komplett richtig gesehen im Chat. Okay. Ja, okay, ihr habt recht. Da ist ein Friedhof hinterm Haus. Das ist vielleicht jetzt nicht so romantisch. Ja, man merkt, oder man weiß, dass man gerade pixeligen Kram von vor 10 Jahren gesehen hat, der nicht nochmal neu gerendert wurde. Wenn das Originalspielbild einfach Auflösung mal 10 ist und dann schaltet es runter in den Briefmarkenmodus, wo einfach so dicke Klötze versuchen zu suggerieren, dass da gerade ein Video läuft. Das sah schon sehr komisch aus gerade. Hätte man ruhig nochmal neu rendern können, meiner Ansicht nach. Aber andererseits, gut, ist halt original, finde ich auch nicht schlimm. Eigentlich müssten hier jetzt langsam Schlangen kommen, von oben. So war das nämlich mal. Vielleicht auch nur auf dem Rückweg.
Alles gut. Ach komm, ich hab gedacht, ihr wollt aber nur rumfliegen. Nein, ich will, lass mich nur kurz diese Pflanze hier mitnehmen. Weg. Ich will jetzt eigentlich keine Muni an diesen dämlichen Vögeln. Hier muss eine Batterie rein, nehme ich mal an, ja. Ah, 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 und dann geht der Lift. Ist hier noch irgendwas versteckt? Ha! Moment. Hm. Na gut. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Okay. Ah, der hat mich doch noch erwischt. Okay, alles einmal angeguckt. Liegen keine Items rum. Zu ist die Tür. Also gehe ich mal nach hinten wieder. Da was? Nee. Da was? Nee. Dann wird so Item-paranoid. Ah, da waren die Schlangen. Habe ich doch gewusst. Ich laufe jetzt einfach dran vorbei. Ah. Also ich habe nichts gegen Schlangen in echt, aber hier finde ich sie irgendwie schlimmer als in echt. Gerade weil man weiß, dass mit der Steuerung man irgendwie so drumrum eiern muss. Haut ab. Weg, weg, weg. Ist alles, was ihr könnt, gell? Man weiß, man ist blöd, wenn man mit Schlangen argumentiert. Oder gegen Schlangen. Ach, das ist aber auch eine schöne Grafik. Schon eine hübsche. Ich finde gut, mal im Ernst, guckt euch Tomb Raider an. Also Lara Croft. Und dann schaut mal, wie sie hier aussieht. Ist doch eine völlig normale, proportionierte Frau. Und nicht so ein Tittenmonster. Oh, hier kann ich mich dran erinnern. Hier sind Spinnen. Irgendwo hier Spinnen. Okay. Muss ich wohl leider hier lang. Die gute Safe-Musik. Ich wünschte, die Texte würden, diese belanglosen Texte würden einfach einmal kommen und dann gar nicht mehr, weil man eben nie sicher sein kann, wo das Klickfeld aufhört sozusagen. Ah, eine Kiste, das ist auch gut, sehr gut sogar. Okay, dann, na gut, speichere ich erstmal. Obwohl, ach, schwierig, erstmal abspeichern und dann Zeug weglegen. Weil Leute fragen tatsächlich, ich habe keine Ahnung, wo dieser Kapuzenpulli her ist. Ich habe den, glaube ich, irgendwann mal, wir haben tatsächlich, irgendwann wurden wir mal gesponsert. Von, also das ist aber schon wirklich Jahrtausende her. Und da war der, glaube ich, her, aber ich könnte nicht mal mehr sagen, wo es herkam. Und er war mir lange Jahre, war er mir viel zu, also zu eng, zu klein, weil ich habe ihn nicht auf Größe gekauft, sondern ich habe ihn halt bekommen, weil er irgendwie rumlag. Und jetzt kann ich ihn endlich tragen. Das ist ein großer persönlicher Erfolg für mich, dass mir dieses enge Drecksding, dass ich meine Quetschwursthaut da endlich reinpressen kann. So, das brauchen wir erstmal. Manchmal braucht man die Winde eben dann doch noch. Aber es gibt auch noch eine andere, glaube ich. Und nicht die. Naja, wir werden es merken. Hab gespeichert. Alles Wichtige abgegeben. Noch ein bisschen Energie dabei. Können wir weitermachen. Okay, ich entschuldige mich aus irgendeinem Grund jetzt einfach mal für das Wort Tittenmonster. Für mich ist das ein völlig banaler Begriff, den ich seit meiner Kindheit kenne. Und genau das impliziert, was ich meine, nämlich einfach extrem unnötig große Dinger, wo man sich denkt, oh, die Frau, die muss Rückenschäden haben, sobald sie 30 ist.
Es war also man muss ja mittlerweile scheinbar bei allem aufpassen. Moment, was steht da 001? Mit wirklich allem aufpassen, was man sagt. Ihr müsst mal aufpassen, all die Leute, genau so muss man aufpassen. So, das ist quasi die Visualisierung von einem Shitstorm, gerade was Frauen angeht oder das Thema Frauenrechte und White Knights, die dann kommen und denken, sie müssen jetzt haten. Ihr müsst aber dran denken, wenn ihr alles kaputt diskutiert und Political Correctness drüber streicht, irgendwann habt ihr nichts mehr, A, worüber ihr euch aufregen könnt und B, was ihr euch angucken wollt, weil das dann eben wirklich rundgelutscht ist und extrem langweilig, wenn man wirklich auf jeden achtet, wenn man jede Art von Abweichung so lange verdammt, bis sich die Leute nicht mehr trauen, überhaupt irgendwas zu sagen. Das ist eine gesellschaftliche Zensur, die da stattfindet. Was nicht heißt, dass ich irgendwie Sachen, Meinungen unterstütze, die euch nicht gefallen oder irgendwas anderes, sondern einfach nur, dass ich finde, dass wir nun mal hier die Möglichkeit haben, alle Meinungen zu sagen, in Deutschland, nicht hier bei Rocketbeat TV. Und so ist es halt. Damit muss man halt irgendwie leben. Und wenn man, wie gesagt, anfängt, so gesellschaftliche Tabus, so Tabuzonen zu finden, es gibt ein paar, gerade hier in Deutschland, klar, und die sind vielleicht sogar auch zu Recht da, aber sobald man eben nur noch diese Tabuzonen hat, wo nicht mehr drüber geredet werden kann, ja, dann, was will man da machen? Dann kann man eigentlich nur noch rundgelutschten, Banal-TV-Blabla-Scheiß machen. So, ist meine spontane Meinung dazu. Aber es ist ja auch so ein bisschen Hobby von manchen. Aber generell ist es ja schön, dass es eben heutzutage Männer gibt, die sich für Frauen einsetzen. So, das ist auch das Letzte, was ich dazu sage. Noch eine Karte. Ups, ja. Da ist ein Loch in der Wand. Kann man da durchgucken? Oh, da ist der Bienenstock. Ah, ja. Giftige Drecksbienen. Ah, kann ich. Moment. No, that wasn't part of our deal. But it's not necessary to destroy stars. What about my family? Das war jetzt aber interessant. Hä? Mann, hätte ich einfach nicht in dieses Loch geguckt. Blöden Bienen. Kurz mal die Map zurate ziehen, wo ich lang muss. Oder wo ich lang könnte. Ja, diese Tür. Ich hatte jetzt gerade das Gefühl, da muss ich noch nicht durch. Weil da ja noch geredet wird und das alles total mysteriös klingt. Deswegen will ich noch mal kurz die eine graue da oben mir angucken. Vielleicht habe ich die auch schon. Ah, nee. Irgendjemand sammelt Artikel gegen Stars und ich verlaufe mich schon wieder in der Kameraperspektive. Da wollte ich noch lang. Moment. Einmal nochmal checken. Ja, so ist richtig. Ah, da war er schon wieder. Ich dachte, der kommt nur einmal. Ich dachte wirklich, der kommt nur beim ersten Mal. Ist ja gut, ich hab's verstanden. I got it. Bevor ich zu Wesker reingehe. Ups, jetzt habe ich schon ein bisschen verraten, wer dahinter ist. Ah, Mann. Muss ich mich erstmal ein bisschen ordentlicher hinsetzen. Ah! Na! Das ist... Warum geht der Controller nicht? Oh Gott, ich hab... so eine Scheiße. Pause. Wenn ihr wüsstet, was ich gerade für eine Panik bekommen habe. Also wirklich ernsthafte Panik, weil mein Charakter war wirklich gerade... der Spinne total ausgeliefert, die sich gerade hinter ihr so rantastete, weil ich eben beim Fuß runter tun den Stecker rausgezogen habe. Und ich dachte erst, das ist eine Zwischensequenz und dann habe ich gemerkt, nee, du Idiot hast einfach nur den Stecker rausgezogen und deswegen geht der Controller nicht. Huiuiuiui, das war gerade viel zu viel. Da habe ich wirklich Angst um mein virtuelles Leben gehabt. Und vor was? Vor einer fucking Spinne, natürlich. Jetzt werde ich erstmal wegrennen. Wo ist sie denn? Ah, oh, ist die ekelhaft. Guckt euch das doch mal bitte an. Das ist doch nicht feierlich. Ist das widerlich. Da kommt es mir wirklich hoch. Also muss ich echt sagen, das ist so ziemlich... Ich finde eigentlich, dass die Spinnen in Veronica eklig sind. Und habe auch schon mal gesagt, das sind die ekligsten. Aber wenn ich die jetzt nochmal in dieser Remastered-HD-Version sehe, die fetten Tankspinnen, widerlich. Zum Glück weiß ich, dass die mir nicht so viel machen können. Die sind einfach nur... Große Angeber sind das.
Oh, ich brauche mein Feuerzeug, nehme ich jetzt einfach mal an. Das werde ich gleich holen. Boah, da gehen alle Urängste gerade mit mir durch. Okay. Da ist eine Tür noch. Irgendwas dahinter? Nee. Aha. Das ist ein seltsamer Preis. Bandage with Blood. Ich nehme an, die Bücher sind wirklich in Resident Evil nie zum Lesen da, immer nur um irgendwas zu verstecken. Wahrscheinlichkeit, in einem Buch bei Resident Evil irgendein Emblem zu finden, liegt, glaube ich, bei 80%. Gucken wir mal, was es diesmal ist. Whoop! Ein Riesenschlüssel. Nee, weiße Seiten? Na gut, jetzt bin ich tatsächlich überrascht. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Nochmal gucken, Titel. Bandage with Blood. Ich könnte mir vorstellen, dass man da natürlich ja irgendwas machen muss, wie mit der Karte, wo wir über dem Kamin ein Pergament irgendwie mit Qualm und so. Vielleicht, wenn wir die beiden Öllampen anzünden und dann mit irgendeinem Qualm, dass da irgendwas erscheint. Gucken wir mal. Zaubertinte. You never know. Geht nicht. Ich dachte, ich kann da doch noch hinter die Theke. Aber nein. Oh Gott, es ist jedes Mal, die sind so nah und es ist so fett. Und dann hat die auch noch diesen Säureangriff, der mich zwar nicht sonderlich trifft, aber mich eben vergiftet. Okay, die Kugeln. Ah, das ist ganz sicher. Ja, keine besondere Bedeutung. Aber damit ich das einfach mal später weiß, das machen wir ja sonst eigentlich nicht, aber ich schreibe mir das hier gerade mal irgendwo auf. Könnt ihr jetzt auch in der Komplettlösung nachgucken, aber warum nicht einfach mal aufschreiben, was hier an Zahlen zu sehen ist. 2, 4, 5, 6, 3. Eigentlich müsste man jetzt auch noch die Farben dazu nehmen, oder? Ja, 2 blau. Ah, tippen komisch. 4 lila. Und die 5. Ja, was ist das? Gelb, orange eigentlich. Es sieht für mich ein bisschen wie gelb aus. Wahrscheinlich wie das Kleid, über das alle gesprochen haben. 3 ist rot. Das da oben kann man nicht lesen, obwohl das sieht wie eine 3 aus. Soll ich die nochmal mitschreiben? Oben die 3? Ich bin mir nicht sicher. Wir merken sie uns. 2, 3, 4, 5, 6. Wo ist denn die 3? Achso, die am Ende. Okay, 2, 3, 4, 5, 6. Bin immer noch nicht sicher, was ich mir da merken soll. Kommen wir gleich. Aber immerhin sagen sie einem das schon mit der Reihenfolge. Ja, wer geht's hoch? Gehst du hoch? Komm. Ich will, dass du hochkommst, dass ich an dir vorbei kann, du fettes Ding. Ja, genau. Ist zwar eklig, aber komm. Komm jetzt. Ah. Komm jetzt. Komm jetzt! Ah! Oh Gott, das ist wirklich. Dieses weibische Kreischen, das ist nicht fake. So bin ich. Das ist ein Geräusch, was ich mache, wenn ich sehr viel Angst habe. Also, wenn ihr das jemals irgendwo hört, dann rennt um euer Leben, wirklich. Weil dann meine ich es echt ernst. Oh, renn! Okay, kurz nochmal durchatmen. Ich gehe jetzt durch die Tür und ich hole meinen Leiter, mein Feuerzeug. Die Kiste werde ich dieses Mal dafür verwenden, wofür sie auch gedacht ist, nämlich über das Loch zu schieben. Ist ja irgendwie klar. Wahrscheinlich kommt dann aus dem anderen Loch irgendwie derselbe Wurm und nervt mich. Na, noch einen weiter.
Tschüssikowski, Tür ist zu, Junge. Dicht ist der Boden. Die kommen hinterher, die wollen mich. Dann gehe ich jetzt mal zu Wesker. Und gleich hole ich mein Feuerzeug. Doch nicht. Doch nix. Ein Bericht. 4 Tage sind seit dem Unfall vergangen. Die Pflanze an Punkt 42 wächst noch immer erstaunlich schnell. Obwohl viele Aspekte dieser Pflanze unbekannt sind, wissen wir, dass der T-Virus im Vergleich zu anderen Pflanzen eine deutlich stärkere Wirkung auf sie hat. Der T-Virus hat sowohl Anatomie als auch Größe der Wirtspflanze grundlegend geändert. So ein bisschen wie bei uns hier in der Redaktion, das Gebäude ist so ein bisschen der Wirtskörper und wir sind der T-Virus. Der derzeitige Zustand erlaubt überhaupt keine Rückschlüsse auf die ursprüngliche Form mehr. Auch das stimmt. Nichts auf Erden kommt ihm gleich. Wir haben festgestellt, dass Pflanze 42 zwei Quellen zur Aufnahme der erforderlichen Nährstoffe hat. Eine Quelle sind die Wurzeln, anscheinend sind die Wurzeln bis in den Keller vorgedrungen. Unmittelbar nach dem Unfall verlor ein Forscher den Verstand und zerstörte den Aquaring. Seitdem steht der Keller unter Wasser. Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine der Chemikalien im Wasser das enorme Wachstum von Pflanze 42 begünstigt. Wir konnten diese Chemikalie bislang jedoch nicht isolieren. Ein zwiebelartiger Teil der Pflanze 42 wurde an der Decke des Erdgeschosses entdeckt. Wir sind überzeugt, dass sie das Erdgeschoss durch die Belüftungsschächte erreichte. Unzählige lange Schlingen ragten aus der Zwiebel hervor. Das ist nicht schlecht, wenn man eine Wurzel hat und eine Zwiebel. Wir nehmen an, dass diese Schlingen die zweite Methode zur Nährstoffaufnahme sind. Wenn Pflanze 42 ein Opfer wahrnimmt, fängt sie es in ihren Schlingen. Anschließend entziehen Sauger an den Schlingen dem Opfer sein Blut. Hui, die Pflanze zeigt aber auch Intelligenz. Sie wurde bei Wer wird Millionär gesehen und hat 64.000 Euro gewonnen. Beim Fangen von Opfern oder im Ruhezustand widmen die Schlingen sich um die Tür, um mögliche Eindringlinge fernzuhalten. Leider sind bereits eine Reihe unserer Wissenschaftler Pflanze 42 zum Opfer gefallen. Schwund ist immer. Berichte der Überlebenden weisen alle eine Gemeinsamkeit auf. Und zwar, wenn die einheitlichen blütblattartigen Klappen sich öffnen und das Innere freilegen, wird die Pflanze deutlich aggressiver. Das ist gut zu wissen. Ein Zeuge hatte den Eindruck, dass die Pflanze sich zu verteidigen versucht, ja, wurde aber gefressen, bevor er diesen Eindruck bestätigen konnte. Die Gründe für dieses Verhalten sind noch unbekannt. Henry Sarton, fantastischer Bericht. Ich kann nichts mehr dazu sagen. Es ist einfach zu gut und Realsatire pur. Warum 42? Das kann man sich fragen, ja, weil sie aus der Ecke irgendwie, aus dem hier Raum 42 oder Labor 42 oder was, Experiment 42. 42 ist halt die Antwort auf alles und auch auf die Frage, wie heißt Pflanze 42. Alte Zeitungen und Zeitschriften liegen auf dem Bett. Anscheinend hat jemand auf einige der Zeitungen Blut gespuckt. Also, das finde ich interessant. Anscheinend hat jemand auf einige der Zeitungen Blut gespuckt. Könnte man jetzt irgendwelche, aber wir wollen ja mit den ganzen Zeitschriften vielleicht irgendwann noch zusammenarbeiten. Da steckt auf jeden Fall ein Witz drin. Denkt euch einen eigenen Witz aus und postet ihn jetzt in den Twitch-Chat und lasst euch dann angesichts der Unlustigkeit eures Witzes vom Twitch-Chat zerreißen. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns gleich wieder in 3 Minuten, dann geht's weiter.